Hey ho, heute wird's mal etwas abenteuerlicher. Wir machen Omas Gretes beste Rostbratwürste. Und wo wächst dem Abenteuerlichen? Hier auf dem Schwenkgrill. Ja, die nächste Zeit wird's mal ein paar Videos wieder geben zwischen Werkstatt und Grill. Hat einen einfachen Grund. Ich zeig's euch schnell. Zum einen ist der Stefan das Wochenende wieder da. Stefan, sag hallo. Servus. Und zum anderen ist der Hiwi ja auch da. Hallo. Und der ärgert mich die ganze nächste Woche mit diesem Saubock hier. Ja, und ich denke, da werden wir auf alle Fälle ein paar leckere Videos zusammenzaubern. Aber heute jetzt erst einmal die Rostbratwürste auf dem Schwenkgrill. Der Plan sagt heute, schönes Feuerchen erst einmal machen, ein bisschen runterbrennen lassen, dass wir auch ein bisschen Glut haben. Und die Rostbratwürstel ein bisschen einschneiden. Ja, und dann schwenkt man sie einfach. Leute, ich glaube, gleich sind wir soweit, dass wir hier unsere Würstel draufhauen können. Und nochmal das Teil hier einweiden. Ja, es ist soweit. Wir können die Würstel draufschmeißen. Display noch drin, dass ich auch was sehe, dass ihr auch was seht nachher. Und somit werden wir den Schwenkgrill einweihen. Und wer jetzt denkt, was soll das mit diesen Würsten, da kommen wir eh nicht dran. Falsch. Die kann jeder gerne bestellen. Ich werde sie unten verlinken. Und ich sage jetzt nicht, dass ich sie vom Steak Shop habe. Dann lassen wir es mal ein bisschen runter. Stefan, das wäre jetzt eigentlich ein Job für dich. Einfach ein bisschen schwenken. Ja gut, das Schwenken müsste jetzt nicht unbedingt sein. Aber wenn wir schon einen Schwenkgrill haben, dann schwenken wir es halt ein bisschen. Wie ich es ja schon gesagt hatte, das ist sozusagen eine Alternative zu dem Santa Maria Grillaufsatz. Aber das Ding mit der Feuerschale möchte ich jetzt nicht unbedingt auf meinem Grillplatz stehen haben. Da ist mir jetzt der Grill mit dem Aufsatz auf alle Fälle lieber. So, lassen wir sie brutzeln, grillen, ganz urtümlich, ursprünglich. So Freunde, dann täte ich mal sagen, ziehen wir sie hoch und drehen wir sie mal um. Schauen wir überhaupt, wie sie aussehen. Ich habe noch keinen Plan. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Na, geh weg, Buschwein. Oh yeah. Poh, ich liebe Bratwürste. Ja, lassen wir sie wieder runter und tun mal weiter schwenken. Cool, ich habe jetzt nicht wirklich die ganze Zeit geschwenkt. Aber doch immer wieder mal.
Ich hole euch mal näher ran. Ja, das hat schon was. Geile Sache. So ein bisschen Feuerchen. Kumpels da, die einen auf den Sack gehen. Mit ihren Autos. Geh, Stefan. Ja, ja, schreit er da hinten bloß. Ja, Freunde, so schwenkt man jetzt die Würstchen. Fertig. Ja, wie gesagt, ob man es jetzt wirklich die ganze Zeit schwenken muss oder nicht, ist dahingestellt. Und danach werden wir sie verspeisen mit lecker Kartoffelsalat und gemischten Salat. Jawohl. Aber dazu zeige ich euch noch oder mache ich für euch noch ein kleines Probiererle. Klar, damit man weiß, ob die Würstchen überhaupt schmecken. Jo, fertig sind sie. Und die lassen wir jetzt mit dem Kartoffelsalat und anderen Salat schmecken. Dann kommt natürlich noch das obligatorische Probiererle mit Senf. Also so direkt über ein offenes Feuer, das hat wirklich was. Einfach nur lecker. Einfach nur lecker. Also mir schmecken die Würstel, ob es den anderen geschmeckt hat, das frage ich sie nach dem Essen. Jo, dann wollen wir doch noch mal einen Stefan und einen Hiwi interviewen. Irgendwie laufen sie gerade alle davon. Nein, der Hiwi ist noch da. Jo, deine Meinung zu diesen Würstchen? Einwandfrei, super Geschmack. Kann man sehr gut essen und ja, pappsatt. Pappsatt, okay. Stefan, wie haben dir die Würstchen geschmeckt? Kann ich mich einfach eigentlich bloß anschließen, einmal frei. Ja, na also. Ja, mein Schatz ist schon am Abräumen, die ist schon neu. Der hat's auch lecker geschmeckt. Habe ich mal wieder Glück gehabt. Okay, Leute, also wie gesagt, über offener Flamme schmeckt es doch irgendwie anders. Meine persönliche Meinung. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Leute, wir müssen uns für morgen was ausdenken. Ich brauche Videos. Also dann, ciao.